Moin! Willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play LS17 vom Friesenjungen. Heute wollen wir erstmal gucken, was mein Cosplay-Kurs für die Wasserversorgung der Gemüsefarm macht. Dafür hatte ich ja einen Cosplay-Kurs angelegt und der funktionierte nicht so richtig. Und ich habe dann mit dem Programm CourseDraw, habe ich dann offline, außerhalb des Spiels, diesen Kurs etwas verändert. Und werde den jetzt gleich mal laden und werde mal schauen, ob dann der Kurs besser funktioniert oder nicht. Wir gucken uns das mal an. Dafür begeben wir uns hier unten zu dem Case. Da wollte ich auch einsteigen. Das passt. Der steht da nämlich. Und den starte ich dann gleich mal. Habe den mal hier aus dieser Bredouille weg. Was ich jetzt mache, ich fahre ihn einfach mal ein Stück weiter, weil da vorne komme ich nicht rum. Da steht immer noch der Trailer, den ich da so blöd hingestellt habe. Das habt ihr gestern gesehen. Also hier fahre ich ihn jetzt einfach mal hier auf Kurs. Ups, ist so verrutscht mit der Maus. Macht nichts. Nichts passiert. Und ich stelle mal den Fahrer ein. Jetzt erstmal hier Wasser lässt, sozusagen. Nicht in dem Sinne, wie sich das vielleicht anhört, sondern einfach mal das Gewächshaus für die Tomaten betankt, damit wir da wieder genug Wasser haben. Vorbei. Da ist auch noch jemand. Aber wird schon. Jetzt fährt er weiter, füllt sich wieder selber auf. Ja, mal gucken, ob wir hier ein Vogelnest finden. Dieser Rundkurs fährt alle vier Gewächshäuser an und versorgt die autonom mit Wasser. Da brauche ich mich dann nicht weiter drum zu kümmern. Das heißt, wenn ich sehe, da ist nicht genug Wasser, starte ich den Traktor mit diesem Kurs. Und es läuft alles automatisch. In einer idealen Welt, in der wir ja nicht leben. Das heißt, hier vorne hatte ich einen Fehler gemacht. Hier habe ich jetzt einen Punkt mehr eingefügt. Befürchte allerdings, dass ich mit dem Punkt dann viel zu weit vom Wasserträger entfernt bin. Und richtig. Er bleibt zwar nicht mehr hängen, aber er ist viel zu weit vom Wasserträger entfernt. Das heißt, da muss ich nochmal ran. Hier funktioniert es mit dem Wasserträger und da vorne bleibt er dann gleich stehen, weil da der Auflieger im Weg steht. Das heißt, ich wechsle mal zur nächsten Maschine, die wir hier in der Nähe haben. Zu meinem nächsten Schlepper. Nee, ne? So ein alter Case. Macht doch einen schlanken Fuß, finde ich. Braucht ihr irgendwas, was hier hinpasst? So, hier müsste noch ein Schlepper stehen. Hier, ja, tut er. Ein schöner Fend. Dreckig, ohne Ende. Das heißt, hier können wir dann auch demnächst erstmal die ganzen Traktoren waschen. So, ich koppel mal ab. Der Trailer ist eh voll mit Holzpellets und eigentlich können wir heute auch mal ein bisschen verkaufen. Was ich jetzt mache, ich mache einfach nur mal den Weg frei. Ups, so vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen viel. Mal, wo wir da so hin können. Erstmal nur aus dem Weg bringen. Wobei, eigentlich könnte ich den mal mit zum Hof nehmen, weil hier brauche ich eh keine Paletten. Im Moment, hier habe ich auch noch genug liegen. Fahren wir mal zum Hof. Und dann können wir nämlich den Wagen, den Schlepper auch gleich mal waschen. Würde ihm, glaube ich, auch mal ganz gut tun. Ist doch schön ruhig hier drin, ne? Viel besser als draußen irgendwie.
Zu dem Trailer, den ich hinten dran habe, habe ich ja gestern schon was gesagt. M82 mit Autoload. Da habe ich insgesamt 4 Stück von. Und da kann ich eigentlich ziemlich viele verschiedene Sachen mit transportieren. Rundballen, Quaderballen, HD-Ballen, normale Paletten, Holzpaletten. Also die Möglichkeiten sind da groß. Und das Autoload macht das ganze Beladen auch ein bisschen einfacher. Ich brauche hier nicht um die Ecke gucken, weil hier fährt sonst keiner und Verkehr ist immer noch ausgeschaltet. Ändern wir auch noch. Schalten wir auch irgendwann nochmal wieder ein. So. Hier vorne ist der Hof. Der Hofladen ist offen, hat aber gar keine Ware. Und ich schau mal, was ich denn jetzt überhaupt mit den Holzpaletten mache. Ich lasse die erstmal mit hinten dran. Den Hof und die ganzen Produktionen hatte ich euch ja gestern schon so ein bisschen gezeigt. So, ich stelle mich einfach hier mal mit zu. Steige ich mal aus. Und dann machen wir jetzt erstmal die 3 Schlepper hier sauber. Weil das ist ja... kann mich ja keiner mit angucken, wie das hier aussieht. Da habe ich auch gar kein Frontgewicht für den. Wie habe ich das denn schon wieder verloren? Das ist die Frage. Das ist hier wirklich eine große Frage. Aber da muss ich mir ja Gelegenheit mal wieder beim Händler eins kaufen. Der sieht doch schon, der blitzt doch schon wieder. Hier ist natürlich das Gewicht dreckig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Gewicht ist schwerer zu reinigen als der Traktor selber. Zumindest bei einigen, bei diesem Fendt nicht so. Kann ich eigentlich da vorne an der Anhängerkupplung auch einen Anhänger anhängen oder ist das nur hingemalt, aber ohne Funktion? Ich weiß das gar nicht. Ich habe das früher in Wirklichkeit immer gerne gemacht, wenn ich Zweiachsanhänger, also mit Drehschemel, irgendwo reinfahren musste. Dann habe ich mir die vorne vorgehängt und habe die praktisch geschoben und konnte dadurch viel bequemer arbeiten, als wenn ich mich jetzt die ganze Zeit umdrehen musste. Geht das hier auch? Ja, der Hammer. Muss ich mal ausprobieren. Da haben wir ja Zeit für. Der Fan, naja, das ist auch noch so ein bisschen... Fenster, nicht Glas natürlich. Ist ja auch noch sehr dreckig. Das Gewicht natürlich sowieso. Ja, sieht doch aus wie neu. Ist das Dreck oder sieht das da immer so aus? Da können wir nochmal drüber gehen. Schauen wir mal. Den können wir auch gleich machen. Die Paletten werden das ja wohl abkönnen. Hier, Dolly ist auch sehr dreckig. Ja, damit ist der Schlauch zu Ende sozusagen. Mal eben aufgesprungen. Mein Gott. Das bin ich heute aber auch sportlich. So. Damit hätten wir das. Die Traktoren sind sauber. Jetzt wollte ich mal gucken, wie es denn um mein Wachstum aussieht. Ich habe auf 4 Feldern Weizen angepflanzt. Immer noch im Wachstum. Das kann ja noch dauern. Wie habe ich denn Pflanzenwachstum normal? Ja, schnell will ich auch nicht. Alles klar, das läuft. Bei den Tieren wollte ich mal schauen. Ja, Tiere ist aber auch noch alles gut. So, was wir jetzt machen, wir schnappen uns jetzt hier wieder den Fendt. Jetzt mal den wirklichen Fan, nicht den Klaas, den ich als Fan bezeichnet habe. Und wir fahren mal zur Brauerei. Bringen da die Leerpaletten hin. Und holen dann gleich mal ein paar Bierkästen ab.
Weil ich habe vorhin mal bei den Commodity Prices geguckt. Ihr Kasten 11.010 Euro pro 1.000. Bei einer Palette sind 5.000 drauf. Das heißt, ich kriege 55.000 Euro pro Palette. Und ich denke mal, dass ich da so mindestens 20 Paletten habe. Ich hoffe, dass ich damit hinkomme. Aber ich muss mal eine bessere Grafikkarte kaufen. Hier habe ich eine GTX 980 drin. Der Rechner ist 2 Jahre alt. Das reißt irgendwie nichts mehr vom Hocker, glaube ich. Ich glaube, da brauche ich was Größeres, was Schnelleres. Mal sehen. Ich hatte auch bei den Aufnahmen gestern, gerade als ich mit dem alten Case unterwegs war, noch einiges an Rucklern, beziehungsweise stand dann komplett bei der Aufnahme. Das war mir so gar nicht aufgefallen. Die Molkerei ist auch fleißig am Arbeiten, am Produzieren. Da können wir dann auch mal Sachen abholen und entweder verkaufen oder ins Lager bringen. Können wir auch noch ein paar Cosplay-Kurse aufnehmen. Von der Molkerei zum Lager. Da gucken wir mal. Und jetzt holen wir uns aber erstmal hier Kisten, Paletten aus der Brauerei. Hier geht's rum. Ich dachte ja schon, ich habe keinen Verkehr. Ich habe auch gerade außer dem Case keine Cosplay-Kurse laufen. Also kann ich hier so ein bisschen wild durch die Gegend fahren. Wir müssen auch unbedingt noch Raps wieder zur Ölfabrik bringen. Das habe ich jetzt... Wobei, da warte ich jetzt nochmal mit. Weil heute soll ja die Version 3 von der Map rauskommen. Allerdings die Version mit Gräben. Dann müsste morgen die Version ohne Gräben rauskommen. Dann kann ich auf die Version 3 ab. Reden. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ja zwei Produktionszweige. Dann produziere ich ja Diesel und Speiseöl getrennt. So, hier steht noch der MW-Truck. Im Weg will ich nicht sagen, aber naja, doch, jetzt steht er schon im Weg. Sauber gemacht. Nach dem Auto wollte ich rückwärts keinen eingehen. Jetzt haben wir den natürlich. Abladen, wo ich jetzt bin, da muss ich ja alles von Hand reintragen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ne? Also, ja, ich mir hier einen zurecht. Ich wollte ihn ja eigentlich nur gerade ziehen und dann schön mit dem fiesen Tool Trailer Assist dann rückwärts fahren. Schalte ich ein mit. Schon fährt er mir den, so wie ich ihn hingestellt habe, zurück.
ich kann mit der Tastatur kann ich ihm dann sagen, er soll dann noch ein bisschen den Winkel ändern. Ach, komm. Aufgeschissen auf Deutsch gesagt. Dann laden wir mal ab. Super, nichts genommen, das ist ja wunderbar. Also Trecker aus und alles mit Hand, alles von Hand da rein, wuppen. Aber es geht schnell. Ja, wunderbar. Und gleich hier, wo auch immer die noch ganz hingeflogen sind. Nur die Hälfte. Da muss man auch so ein bisschen seine Kräfte kontrollieren, glaube ich. Alles nicht ganz so leicht. Ungewohnt noch. War also vorher auch überhaupt kein Computergamer. Ich bin eben erst eigentlich durch dieses LS17, dass ich das jetzt vor kurzem mal so wirklich entdeckt habe und mal selber gespielt habe, bin ich überhaupt erst wieder so zum Gamer geworden. Oder überhaupt wieder. Und vorher war das so, hat zwar früher mal so ein bisschen so zu Zeiten von Command & Conquer, also schon ganz lange her, da habe ich dann wohl mal gespielt. Ein bisschen. Das ist ja schon 5000 Jahre her gefühlt. So, die nimmt er nicht mehr. Stellen wir hier einfach noch hin. Wenn was aufgebraucht wird, dann holt er sich die. Und jetzt laden wir die anderen auf und bringen die vorne zum anderen Lager. Zum anderen Palettenlager. Zack. Wunderbar, oder? Mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen dichter rankommen. Ich bin gerade auch wie so ein Besoffener gefahren, muss ich ja sagen. Muss ich ja leider zugeben. Und das wird jetzt gerade nicht besser. Sehe ich. Ja gut. Die werden wir dann nochmal eben von Hand da reinschieben müssen. Vielleicht ist das da auch voll. Ja, das ist schon voll. Nichtsdestotrotz bringen wir die hier rein, dann stehen sie hier draußen nicht im Weg rum. Mann. Ich bin auch nur so ein bisschen dagegen gestoßen. So. Immer noch meine Frage, gibt es einen Hubwagen? Wisst ihr, was ich meine? So eine Ameise. Von rein, von Hand betätigt, im Hubwagen. Kein Gabelstapler. Aber ich sag mal so. Ne? Paletten. So ein Stapel Paletten, den trägt man ja in Wirklichkeit auch nicht unbedingt so. Sowas würde man vielleicht dann mit einem kleinen Hubwagen machen. Was dann immer noch schneller geht, als jetzt erst einen Gabelstapler klar zu machen. Und bei irgendwie so 5-6 Palettenstapeln ist das ja überhaupt kein Ding. So. Schauen wir mal, dass wir uns hier Bier holen. Bierkisten. Da stehen schon 4 draußen. So, und dieses Trailer Assist, was ich euch vorhin gezeigt habe, das ist im Prinzip aktiviert. Hallo? Da fahre ich dann trotzdem vorwärts. Aha, oh okay, ich sehe da gerade was. Das ist natürlich doof. Kann sich zur Fahrtrichtung praktisch drehen scheinbar. Meine Belegung
war das dann so geschaltet, dass er sich dann auch umgedreht hat. Das ist natürlich gar nicht gewollt. Aber schauen wir mal, wie viele Paletten wir denn hier zusammenkriegen. Was wir uns denn davon kaufen. Ich möchte natürlich hier neue Felder haben. Ich bräuchte aber auch nochmal irgendwie einen Kartoffelernter. Rübenernter und so. Habe ich alles nicht. Kenne ich doch eigentlich vom Gösser aus Österreich. Gut, Gösser oder wie war das? Ne? Weiß ich gar nicht. Wird aber wahrscheinlich eher Flens sein oder so, Nordfriesland. Flensburg ist da ja nicht so weit. Natürlich auch versuchen, hier einfach rückwärts vernünftig reinzufahren. Wie viel haben wir denn schon? Boah, Trailer ist gleich voll. Also, die erste Lage. Ich kann mit dem Trailer zwei Lagen transportieren, was sehr cool ist. Auf eine Lage passen 16 Paletten. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen warten. Das ist, da haben wir schon 17 drauf. Wenn ich jetzt schon Weizen geerntet hätte, könnte ich den jetzt zur Raiffeisen bringen, weil da eine große Nachfrage besteht. Aber will ich ja gar nicht, weil ich brauche meinen Weizen ja selber für die Bierproduktion, für die Mehlproduktion, vielleicht auch noch für die Schweinefutterproduktion, wobei ich habe ja noch gar keine Schweine. Macht also dann keinen Sinn. Ja. Das war es erstmal für heute, für diese Ausgabe. Wir machen dann weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mich einen Kommentar da lasst, gerne auch mit Kritik. Und wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.